Ein Tool, was ich heute ganz kurz ansprechen will, ist Scribe-File. Wir bloggen ja alle sehr viel und mittlerweile kann es natürlich auch sein, dass Sie im Rahmen Ihres erworbenen Blogfiebers sich denken, hallo, ich möchte eigentlich ganz gerne viel mehr bloggen. Dann können Sie sich Scribe-File einrichten. Das ist ein Firefox-Plugin, den gibt es mittlerweile auch für Google Chrome und auch Safari, weil Safari jetzt mittlerweile jetzt auch Plugins unterstützt. Das installiert hier unten in so ein kleines Icon, wenn Sie da draufklicken, kriegen Sie so ein kleines Fenster, wo Sie anfangen können, einfach Ihren Blogpost reinzuschreiben. Und dann können Sie Ihre Blogs hier einstellen und dann einfach das hochladen, schreiben zu Ihrem Blog. Da gibt es einiges an Tools dann noch, wie Sie Ihren Blog dann noch unterstützen können. Scribe-File auf alle Fälle vielleicht mal anschauen für die Leute, die jetzt wirklich das Blogfieber gepackt hat. Dann gibt es Picnic. Picnic ist eine Fotobearbeitung, wo man auch relativ viel mitmachen kann wieder. Jetzt haben wir hier, starten wir das, dauert einen Moment. Tja, die Brote werden geschmiert für das Picknick, das heißt, gleich geht's los. Und jetzt können wir es mal anfangen. Also, man kann Fotos hochladen und die dann bearbeiten. Hier sieht man es gleich, oh, Picknick wurde von Google übernommen, das heißt, das wird eben das den ganzen Google-Tool-Bereich übernommen. Naja, mal gucken, ob es vielleicht so auch noch weiter bestehen bleibt. So, wir öffnen erstmal ein Testfoto. So, und jetzt können wir, da ist jetzt eine Autokorrektur drauflegen. Hier können es unterschiedliche die Farben verändern. Müssen wir zurücksetzen, das war eigentlich ganz nett. Die Temperatur verändern. Nachher, jetzt sieht es ein bisschen nach Kunstlicht aus. Hier wird es jetzt ein bisschen wärmer, sieht netter aus. Und so weiter und so fort. Picnic, also eine Möglichkeit, jetzt Bilder online nochmal zu, nochmal etwas zu überarbeiten. Das kann man auch ganz gut mit Photoshop.com machen. Das ist auch ein Tool, mit dem man seine Bilder bearbeiten kann. Pixlr ist ein Image Editor. Und auch damit kann man wieder Bilder bearbeiten. Wir müssen jetzt einfach hätten wir jetzt ein Bild, könnten wir es bearbeiten. Fangen einfach mal ohne Bild an und gucken mal, was wir hier machen können. Und hier sehen Sie, das ist hier eine typische Bildanwendung haben. Bildbearbeitungsanwendung haben und das alles online. Ja, ähnlich ist auch Sumo Paint auch wieder eine Anwendung, mit der Sie online malen können. Verschiedene Formen einstellen und so weiter und so fort. Wie Sie sehen, auch hier Farben natürlich und so weiter und so fort. Große Menge an Tools. Jetzt werden Sie fragen, meine Güte, wie soll ich da überhaupt den Überblick halten, was eigentlich für mich das gut ist? Und genau dafür gibt es Alternative Two. Alternative2.net und da findet man dann ganz viele, da kann man dann sagen, ich habe das und das Tool online und ich möchte
möchte da eine Alternative zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne zu Prezi eine Alternative haben, was finde ich da? Da zeige ich Ihnen auch noch für Google Presentations, die haben wir vorhin gesehen. Ah, 280 Slides, das ist eine tolle Sache, das kenne ich auch. 280 Slides, gehen wir doch einfach mal dorthin. Gehen wir einfach mal dorthin. Ah, sorry, da war der Link. Visit Website. Ja, das habe ich nicht gesehen. Okay, gehen wir da mal hin. 280 Slides. Und 280 Slides sieht ein bisschen aus wie eine Online-Version von Keynote. Wir können jetzt hier einfach eine neue Präsentation. Hier Vorlagen, dann machen wir hier. Oh, pink, ja. Dann machen wir mal hier. So, und wie Sie hier sehen, ist das eigentlich sehr schön, ja, diese ganze Anwendung. Und das ist, denke ich, absolut sich anzuschauen. Und so macht es halt wirklich Sinn, immer wieder auf diese Alternative Tool zu gehen und dann doch mal, wenn man mit irgendeinem Tool nicht so zufrieden ist, zu gucken, was gibt es denn da für Alternativen. Ja, und soweit zu den Tools. Ich habe jetzt ja doch relativ viele in relativ kurzer Zeit gezeigt. Ich hoffe, Sie finden auch noch Dinge, mit denen Sie was produzieren können. Texte, Tabellen, Bilder, Abbildungen und so weiter und so fort. Ja, bloggen Sie doch einfach darüber auch ein bisschen, was Sie sonst noch so finden, oder schreiben Sie es uns in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden neuen Dienst, den Sie gefunden haben und die Sachen, die Sie damit erstellt haben.